Ich bin mir nicht sicher, wieso ich das hier auf Papier schreibe und nicht auf meinem Computer. Ich glaube, ich habe gerade einfach ein paar seltsame Dinge bemerkt. Es ist nicht so, dass ich meinem Computer nicht traue. Ich muss einfach meine Gedanken ein wenig ordnen. Ich muss die ganzen Details auf etwas Objektivem zusammentragen, bei dem ich mir sicher sein kann, dass was ich schreibe, nicht gelöscht werden kann. Oder verändert. Nicht, dass das passiert wäre. Es ist nur alles verschwimmt. Und die vernebelten Erinnerungen verleihen den Dingen einen seltsamen Eindruck. Ich fange an, mich in diesem kleinen Apartment eingeengt zu fühlen. Vielleicht ist das das Problem. Ich musste ja unbedingt das billigste Apartment auswählen. Und noch dazu das einzige im Keller. Durch die fehlenden Fenster hier unten scheinen Tag und Nacht nahtlos an einem vorbeizuziehen. Ich war seit ein paar Tagen nicht mehr draußen, da ich so intensiv an diesem Programmierprojekt gearbeitet habe. Ich schätze, ich wollte es einfach fertig bekommen. Stundenlang herumzusitzen und einen Monitor anzustarren, kann sicherlich jedem ein komisches Gefühl geben, das ist mir bewusst. Aber ich denke nicht, dass es das ist. Ich bin mir nicht sicher, wann ich anfing, das Gefühl zu haben, dass etwas nicht stimmte. Ich kann ja nicht einmal sagen, was es ist. Vielleicht habe ich einfach nur zu lange mit niemandem mehr geredet? Das war auf jeden Fall der erste Gedanke, der sich bei mir einschlich. Jeder, mit dem ich normalerweise online redete, während ich programmierte, war inaktiv oder hat sich gar nicht mehr eingeloggt. Meine Direktnachrichten blieben unbeantwortet. Die letzte E-Mail, die ich bekommen habe, kam von einem Freund, der meinte, er würde mit mir reden, sobald er vom Einkaufen zurückkommt. Und das war gestern. Ich würde ihn ja mit meinem Handy anrufen, aber der Empfang hier unten ist schrecklich. Moment. Das ist es. Ich muss einfach mal jemanden anrufen. Ich werde kurz nach draußen gehen. Nun, das lief jetzt nicht so gut. Als das Kribbeln der Angst schwindet, fühle ich mich ein wenig lächerlich, dass ich überhaupt Angst hatte. Ich schaute in den Spiegel, bevor ich nach draußen ging, aber den Bart, der mir über die letzten 2 Tage gewachsen war, rasierte ich nicht ab. Ich dachte, ich würde nur für ein kurzes Telefonat nach draußen gehen. Dennoch zog ich ein anderes Hemd an, da es Mittag war und ich vermutete, mindestens eine Person zu treffen, die ich kannte. Das ist nicht passiert. Ich wünschte, es wäre passiert. Als ich nach draußen ging, öffnete ich die Tür meines Apartments nur langsam. Ein kleines Gefühl der Besorgnis hatte sich aus einem undefinierbaren Grund bereits bei mir eingenistet. Ich schob es darauf, dass ich in den letzten 1 bis 2 Tagen mit niemandem außer mir selbst geredet hatte. Ich sperrte den schmuddeligen grauen Flur entlang, der noch schmuddeliger wirkte, da es der Kellerflur war. An einem Ende war eine große Eisentür, die zum Heizraum führte. Sie war natürlich verschlossen. 2 trist aussehende Getränkeautomaten standen neben ihr. Ich kaufte mir an dem Tag, an dem ich hier einzog, mal ein Getränk, aber nach dem Verfallsdatum war es schon 2 Jahre lang abgelaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand weiß, dass diese Maschinen überhaupt hier unten stehen. Oder meine billige Vermieterin kümmert sich einfach nicht darum, dass sie neu befüllt werden. Ich schloss leise meine Tür und lief in die entgegengesetzte Richtung. Dabei versuchte ich, keinerlei Geräusche zu verursachen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das tun wollte, aber es machte Spaß, dem Impuls nachzugeben, das dröhnende Brummen der Getränkeautomaten nicht weiter zu unterbrechen. Zumindest für den Moment. Ich kam am Treppenhaus an und ging die Stufen hinauf zur Eingangstür des Gebäudes. Ich schaute durch die kleine quadratische Scheibe in der schweren Tür und bekam einen ziemlichen Schock. Es war definitiv keine Mittagszeit. Die Dunkelheit der Stadt hing über den düsteren Straßen und an der Kreuzung in der Ferne blinkte eine Ampel gelb. Vom Glanz der Stadt lila und schwarz gefärbte Wolken hingen am Himmel. Nichts bewegte sich, ausgenommen die wenigen Bäume am Straßenrand, durch die der Wind blies. Ich erinnere mich daran, dass ich zitterte, obwohl es nicht kalt war. Vielleicht war es der Wind, der draußen wehte. Ich konnte ihn vage durch die schwere Metalltür hören und wusste, dass es diese unvergleichliche Art des nächtlichen Windes war,
welcher konstant, kalt und leise ist, abgesehen von der rhythmischen Musik, die er macht, wenn er durch unzählige, unsichtbare Blätter pfeift. Ich entschied mich, nicht nach draußen zu gehen. Stattdessen hob ich mein Handy an das kleine Fenster der Tür und überprüfte die Empfanganzeige. Die Balken füllten die Anzeige und ich lächelte. Zeit, die Stimme von jemand anderem zu hören, erinnere ich mich erleichtert, gedacht zu haben. Es war so seltsam, Angst zu haben, obwohl nichts war. Ich schüttelte meinen Kopf und lachte leise über mich selbst. Ich drückte die Schnellwähltaste der Nummer meiner besten Freundin Amy und hielt mir das Handy ans Ohr. Es klingelte einmal, aber dann hörte es auf. Nichts passierte. Ich hörte der Stille gut 20 Sekunden zu. Dann legte ich auf. Ich runzelte die Stirn und schaute erneut auf die Empfanganzeige. Immer noch voll. Ich wollte ihre Nummer erneut wählen, doch plötzlich klingelte mein Handy in der Hand und erschrak mich. Ich hielt es an mein Ohr. Hallo? Fragte ich, sofort gegen einen kleinen Schock ankämpfend, da ich das erste Mal seit Tagen wieder eine Stimme hörte, auch wenn es nur meine eigene war. Ich hatte mich inzwischen an das dröhnende Brummen des Heizkellers, meines Computers und der Getränkeautomaten im Flur gewöhnt. Zuerst kam keine Antwort auf meine Begrüßung, aber dann hörte ich endlich eine Stimme. Hey, sagte eine eindeutig männliche Stimme, offensichtlich von jemandem im selben Alter wie ich. Wer ist da? John, antwortete ich verwundert. Oh, tut mir leid, falsche Nummer, erwiderte er und legte auf. Ich nahm mein Handy langsam runter und lehnte mich gegen die dicke Ziegelsteinwand des Treppenhauses. Das war merkwürdig. Ich schaute auf die Liste der eingegangenen Anrufe, aber die Nummer war mir unbekannt. Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, klingelte das Handy laut und erschreckte mich erneut zu Tode. Dieses Mal schaute ich erst nach, wer anrief, bevor ich den Anruf entgegennahm. Es war eine weitere mir unbekannte Nummer. Ich hielt das Handy an mein Ohr, sagte dieses Mal aber nichts. Ich hörte nichts als die normalen Hintergrundgeräusche eines Handys. Doch dann zerbrach eine bekannte Stimme meine Anspannung. John? War das einzige Wort, welches Amy sagte. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Hey, du bist es, antwortete ich. Wer sollte es sonst sein? Erwiderte sie. Oh, die Nummer. Ich bin auf einer Party in der 7th Street und mein Akku ist leer gegangen, als du angerufen hast. Das Handy gehört offensichtlich jemand anderem. Oh, okay, sagte ich. Wo bist du? Fragte sie. Mein Blick fiel auf die weiß getünchten Wände und die schwere Metalltür mit ihrem kleinen Fenster. Daheim, seufzte ich. Ich habe mich nur ein wenig eingesperrt gefühlt. Ich wusste nicht, dass es schon so spät ist. Du solltest hierher kommen, sagte sie lachend. Nee, ich glaube, mir ist nicht danach, ganz alleine und mitten in der Nacht nach irgendwelchen seltsamen Orten zu suchen, antwortete ich, während ich aus dem Fenster auf die stille und windige Straße sah, die mir insgeheim ein ganz klein wenig Angst einjagte. Ich glaube, ich gehe einfach wieder zurück an die Arbeit oder ins Bett. Schwachsinn, ich kann dich abholen kommen. Deine Wohnung ist doch nicht weit entfernt von der 7th Street, oder? Sag mal, wie betrunken bist du? Fragte ich leichtherzig. Du weißt doch, wo ich wohne. Oh, natürlich, sagte sie abrupt. Ich schätze, zu Fuß komme ich da nicht hin? Du könntest, wenn du eine halbe Stunde verschwenden willst, erzählte ich ihr. Richtig. Okay, hör mal, ich muss jetzt weg. Viel Erfolg noch bei deiner Arbeit, sagte sie. Ich nahm mein Handy ein weiteres Mal runter und schaute auf die aufleuchtenden Zahlen, als der Anruf endete. Dann behauptete sich die dröhnende Stille erneut in meinen Ohren. Die zwei seltsamen Anrufe und die unheimliche Straße draußen bewirkten, dass mich plötzlich ein Gefühl der Einsamkeit in diesem leeren Treppenhaus überkam. Vielleicht hatte ich nur zu viele Horrorfilme gesehen, aber auf einmal kam mir der unerklärliche Gedanke, dass etwas durch das Fenster der Tür schauen und mich sehen könnte. Eine Art schreckliches Wesen, welches an der Schwelle des Alleinseins schwebt und nur darauf wartet, sich an ahnungslose Menschen heranzuschleichen, die zu weit von anderen menschlichen Wesen entfernt sind.
diese Angst war total bescheuert, ich weiß. Aber niemand war in der Nähe. Also sprang ich die Stufen herunter, rannte den Flur entlang zu meiner Wohnung und schloss die Tür so schnell ich konnte hinter mir, wobei ich versuchte, immer noch so still wie möglich zu bleiben. Wie ich schon sagte, ich fühle mich ein wenig lächerlich dafür, solche Angst vor nichts und wieder nichts zu haben. Und diese Angst ist inzwischen auch fast verblasst. Das hier aufzuschreiben hilft eine Menge. Es macht mir klar, dass nichts ungewöhnlich ist. Es filtert halbgeformte Gedanken und Ängste und hinterlässt bloß kalte und harte Fakten. Es ist spät, ich habe einen Anruf von einer falschen Nummer bekommen und Amys Akku war leer, also rief sie von einem anderen Handy aus zurück. Nichts Ungewöhnliches passiert. Dennoch, irgendetwas an dieser Konversation war komisch. Ich weiß, es kann auch einfach der Alkohol gewesen sein, den sie getrunken hatte. Oder war es sogar sie selbst, die mir komisch erschien? Oder war es... Ja, das ist es. Ich habe es bis zu diesem Moment, in dem ich das hier schreibe, noch gar nicht bemerkt. Ich wusste, es würde mir helfen, diese Dinge aufzuschreiben. Sie sagte, sie war auf einer Party, aber im Hintergrund war nur Stille zu hören. Natürlich bedeutete das noch nichts Bestimmtes, da sie für den Anruf auch einfach hätte nach draußen gehen können. Nein, das kann es auch nicht sein. Ich konnte keinen Wind hören. Ich muss nachsehen, ob es noch windig ist.